hätte gerne meine Pfeile wieder. Schön. Ah, guck mal, da gibt es da was Schönes. Kann ich nicht mehr nehmen. Bin zu stark beladen. Wie konnte ich... Ah ja, genau. Gut, ich glaube, es reicht fürs Erste. Entschuldigung. Ah. Jacob, sieht aus, als hätten wir die Oberhand. Gut gemacht. Die Helikopter müssen bald da sein. Sie sind hier. Nicht lange. Ja, aber erstmal neue Waffen-Upgrades, ja. Und zwar mehr Schaden. Mehr Schaden ist immer gut. Oh. Ich kann auch Ausrüstung, ich kann auch... Gut. Dann laufen wir mal schön weiter. Explosionspfeile. Was gibt es denn hier noch? In den Außenbezirken lodern noch immer Feuer. Die letzten Holzbauten werden bei Anbruch der Nacht verbrannt sein. Das Herz unserer Stadt ist verloren, begraben unterm Eis. Es tröstet mich ein wenig, dass die mongolischen Angreifer getötet wurden, wie auch die Krieger des Propheten, die für uns starben. Und der Prophet selbst. Niemand hat ihn seit dem Morgen nach der Belagerung gesehen. Wir brauchen seine Weisheit mehr als je zuvor. Wir haben nicht genug Nahrung für die Überlebenden. Manche glauben, das Schlimmste sei vorbei. Aber ich fürchte, das stimmt nicht. Ja, kann sehr gut sein. So. Warte. So macht man das. Die Teile kommen nicht mit Gift zurecht. So genial. Hier ist Team 5. Wir gehen jetzt in die Katakomben. Wir brauchen Verstärkung hier. Oh ja, das bin ich. Position halten. Ihr werdet sterben. Eine beschossen.
Boah, kannst du nicht einfach... So, andere Explosion bitte. Versuch es nur. Na los. Gib mir... Wo bist du? Jacob. Sie sind weg. Ich fürchte, dieser Kampf ist längst nicht vorbei. Erzählen Sie mir mehr über diesen Ort. Das haben Sie verdient. Kommen Sie mit. Oh, ich glaube, da ist jemand eifersüchtig. Zeit brachte unser Prophet die göttliche Quelle in dieses Tal. Meine Vorfahren bauten Kitesh, um sie vor der Außenwelt zu schützen. Wozu denn? Was ist die göttliche Quelle, Jacob? Ein Artefakt aus längst vergessenen Zeiten. Wir glauben, darin ist ein Fragment der Seele Gottes. Der Legende nach erhielten jene, die die Quelle erblickten, die Unsterblichkeit. Aber schon immer wurden auch andere angelockt von ihrer Macht. Trinity. Ja. Sie wollen ihre Dunkelheit über die Welt bringen. Mit der Quelle wären ihre Soldaten unbesiegbar. Helfen Sie mir, sie zu finden, bevor Sie es tun. Das ist nicht Ihre Bürde. Doch natürlich. Mein Vater ist dafür gestorben. Sie können ihre innere Leere nicht füllen, Lara. Sie können sie nur freigeben. Ich werde sie finden. Mit oder ohne Hilfe. Oh. Warte. Sophia, lass mich gehen. Ich muss tun, was ich kann. Du hast Blut für uns vergossen. Ich will dir helfen. Du weißt, wo der Atlas ist? Die Kathedrale. Die unterirdischen Archive. Aber dahin folgen wir dir nicht. Wieso? Was finde ich dort? Da sind andere. Die Unsterblichen. Sie töten jeden Eindringling. Mein Vater glaubt, sie werden Trinity stoppen. Darauf kann ich nicht warten. Ich weiß. Hier. Nimm das. Damit schaffst du es zur Kathedrale. Gut, gut. Drahtseil. Ach so. Na, dann machen wir uns mal auf den Weg zur Kathedrale. Cool. Oh. Aha.
irgendwie... komisch hier. Naja. Kriegt man schon alles hin. Lara, wenn du zur Kathedrale willst, Trinity ist da überall. Ich weiß. Aber mir bleibt keine Wahl. Ja, ja, Ausrüstung behalten. So viel Gewalt und Tod. Jacobs Leute haben so viel durchgemacht, aber sie kämpfen weiter. Sie sind durch einen Eid ihrer Vorfahren gebunden. Eine Pflicht aus der Vergangenheit. Aber ich sehe ein Volk, das nur in Frieden leben möchte. Ich glaube, sie sollten die Vergangenheit loslassen. Wenn ich den Atlas finde, führt er vielleicht zur göttlichen Quelle. Ja, er führt vielleicht zur göttlichen Quelle, da hast du absolut. Echt? Nein! Du bleibst hier oben. Ja? Ich habe hier gerade noch was gesehen. Ah, genau. Und ein Tagebucheintrag. Kinder, ihr dachtet, Lesen lernen sei unnütz und hätte nichts mit der Jagd zu tun. Das ist eure erste Lektion. Alles ist miteinander verbunden und ich habe immer recht. Die Schlauen unter euch, die ihren Irrtum eingesehen haben und dies lesen können, erwartet nun die erste Aufgabe. Spürt eines der kleinen Tiere des Tals auf und bringt mir sein Fell. Hasen sind überall anzutreffen, bei Tag und Nacht. In unserem Tal sind sie braun und in den Bergen schneeweiß. Eichhörnchen bleiben meist auf den Bäumen. Regen treibt sie in ihre Baue. Und wenn ihr Ratten sucht, schaut in den Ruinen oder bei den Ruhestätten der Toten vorbei. Aber bitte bringt mir keine Ratte. Oh shit. Das war a failure. A dicke Failure. Verletzten sind sicher, aber die Angreifer sind wieder da. Wir haben das Oberdorf eingenommen. Wir sind nicht allein. Und im Tal organisiert sich der Widerstand. Aber ja, ja, wir sind erledigt. Hast du wen Leben erwischt? Warte, den hätte ich ausliefern können. Bei dem Bonus. Ja, Schlangen Lara Croft. Die fünf Typen haben zugesehen. Muss die ihn ausliefern. Bringen Sie sie ins alte Gefängnis? Nur die, die vielleicht etwas über den Atlas wissen können. Konstantin will Ihnen ein paar Fragen stellen. Den Rest halten Sie oben an der Kathedrale fest. Da wird aber jemand Spaß haben. Das müssen Sie sein. Ich habe so oft mit Sie im Streichholz für den Job. Was soll's? Moment, ich schau mal nach. Verstanden.